Unten kommen wir jetzt zur Kategorie, die das Gegenteil ist von Profitabilität, nämlich Non-Profit. Und hier verbindet den Laudatoren und die spätere Preisträgerin auch wiederum die Fähigkeit zur Vernetzung und die Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, damit die Menschen, die dann zusammenkommen, etwas daraus machen können. Und insofern spielt Vernetzung eben bei beiden eine Rolle. Und es ist eigentlich schön, dass der Laudator sich die Zeit genommen hat, hier zu sein. Nicht nur deshalb, weil er der Gastgeber ist, aber als solcher werden Sie sich vorstellen können, dass seine Zeit relativ knapp bemessen ist. Ich sehe ihn eigentlich immer nur auf dem Weg von einer Station zur nächsten. Umso schöner, dass er sich heute die Zeit genommen hat, um hier eben dabei zu sein. Begrüßen Sie sehr herzlich den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Messe, Dr. Wolfram von Fritsch. Ja, meine Damen und Herren, wir sind auf der CeBIT. Ich hoffe, Sie haben das gemerkt. Und hier auf der CeBIT, nicht nur auf der CeBIT, reden wir, wenn wir über das digitale Zeitalter reden, über die vielen Möglichkeiten, die es geschaffen hat. Meistens reden wir dabei über die großartigen Geschäftsmodelle, die jetzt möglich werden. Die großartige Firmen hervorbringen, viele Arbeitsplätze schaffen, Wohlstand sichern, Arbeitsplätze sichern. Das ist großartig und ich glaube, nicht nur der Wirtschaftsminister wird das gut finden. Aber ehrlich gesagt, es wärmt einem nicht so richtig das Herz. Aber dann gibt es ja auch noch die anderen Möglichkeiten, die Kommunikationsmöglichkeiten, die Social Media, Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing. Aber bevor man sich darüber begeistern kann, denkt man vielleicht an die eigenen Kinder, die kaum, dass sie aus der Schule zurückkommen, schon wieder mit dem twittern und chatten, mit dem sie gerade in der Schule gewesen sind. Oder man denkt an die vielen Versammlungen, in denen man vor Leuten sitzt, die die ganze Zeit auf ihrem SMS und ihrem BlackBerry arbeiten. Also auch eine zwiespältige Angelegenheit. Und dann wünscht man sich etwas, was durch und durch gut ist, wo diese digitalen Möglichkeiten endlich mal einen richtig guten Zweck erfüllen. Und ich habe das Glück, dass ich Ihnen jemanden vorstellen darf, der das geschafft hat, der die digitalen Möglichkeiten, das digitale Zeitalter dazu genutzt hat, um etwas Gutes zu Wege zu bringen. Erlauben Sie, dass ich dafür etwas tue, was man bei einer Preisverleihung eigentlich gar nicht tun darf? Nämlich über sich selber zu reden, man soll über den Preisträger, die Preisträgerin reden. Aber so kann ich am besten sagen, warum mich, als wir in der Jury-Sitzung zusammengesessen haben, dieses Modell, diese Idee so begeistert hat. Als ich 20 Jahre alt war, habe ich mit einigen Freunden eine private Entwicklungshilfe, wenn Sie so wollen, gegründet, ein eigenes Projekt, erst in Bolivien, dann in Kenia, in den Slums von Nairobi. Dort war unsere Idee, dass wir um die Clan-Struktur, den Familienbewusstsein dieser Länder zu nutzen, einer Person aus einem Clan, aus einer Familie, den sozialen Aufstieg erleichtern sollten. Und das geht ganz einfach, indem man nämlich einen von ihnen zum Beispiel einen Führerschein bezahlt oder eine Nähmaschine kauft oder eine Lehrstelle vermittelt. Und was wir dabei gemerkt haben, ist, dass nicht nur diese eine Person plötzlich in der Lage war, sich selber zu ernähren, sondern dass sie gemerkt hat, welchen Wert Bildung und Fortbildung und Ausbildung hat und dass sie das wie ein Netzwerk in der eigenen Familie weiterverbreitet hat. Weil der Bruder, weil die Schwester merkte, das lohnt sich, haben die sich auch engagiert. Das war unsere Idee. Das war furchtbar billig. Es kostete im Schnitt 150 Dollar. Aber auch 150 Dollar, wenn sie häufig ausgegeben werden, sind ziemlich viel Geld. Unsere Mittel waren bald erschöpft. Die unserer Freunde und Familien waren auch bald erschöpft. Und so waren wir vor der Frage, wo kriegen wir das Geld her? Ich bin damals als 20-Jähriger in Deutschland sozusagen auf Vortragstournee gegangen und habe die Rotary-Clubs behelligt. Mancher von Ihnen wird bei Rotary sein und Sie wissen, zu Weihnachten werden dort Spendenfonds aufgemacht. Das sind schnell 5 oder 10 oder 20.000 D-Mark und ich bin mit einem Diakasten von Rotary-Club zu Rotary-Club gefahren und habe dort Geld eingeworben. Und das funktionierte vielleicht, weil ich ganz konkrete Beispiele genannt habe, der, dem wir gerade den Führerschein bezahlt haben oder der, den wir noch brauchen, weil die Menschen vielleicht so kurz vor Weihnachten angerührt waren und weil sie vielleicht dachten, naja, der wird es schon nicht falsch ausgeben. Heute weiß ich, dass das, was ich damals gebraucht hätte, neudeutsch Crowdsourcing heißt. Crowdsourcing, oder besser gesagt, dass ich etwas gebraucht hätte wie Global Giving Org. Global Giving Org ist ein Portal, das es sich zum Ziel gemacht hat, die Möglichkeiten des Internets, die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters zu nutzen, um möglichst viele Spender an möglichst viele Projekte direkt heranzuführen. Wenn Sie auf globalgiving.org gehen, dann fühlen Sie sich, und ich hoffe, die Preisträgerin fühlt sich nicht beleidigt, ein wenig
erinnert an die Logik, die wir von Amazon oder eBay oder ähnlichen Kaufportalen denken. Da können Sie sich nämlich aussuchen, welche Art von Projekt Sie gerne fördern möchten oder in welcher Region das sein soll. Es gibt auch eine Hitliste, welches im Augenblick die am beliebtesten gerankten Projekte sind. Und wenn Sie da reingehen, dann wird es ganz konkret. Dann können Sie sehen, dass es hier um ein Projekt geht, das $235 kostet, dass sich schon 12 Leute daran beteiligt haben und dass nur noch $80 fehlen. Und dann ist darunter so ein verführerischer kleiner Kasten, in den man einen Betrag einzahlen kann. Und dieses Portal erfüllt auch die Möglichkeiten, die man natürlich hat, wenn man Menschen etwas zukommen lassen möchte, die man überhaupt nicht kennt. Compliance, Verlässlichkeit, Vertrauen, das wird dort gecheckt. Und es wird nicht nur gecheckt mit einem Stempel, wie man ihn früher bekommen hätte, sondern mit den Möglichkeiten des digitalen Zeitalters, mit den sozialen Netzwerken, mit Like-It-Funktionen, mit Feedback-Funktionen, wo man sofort sehen kann, wie dieses Projekt eigentlich gerankt ist, wie es ankommt. Also man merkt, wenn man auf diesem Portal ist, dass hier jemand seine eigene Erfahrung, eine hohe Professionalität, die Kenntnis der digitalen Möglichkeiten, aber eben auch Leadership mit eingebracht hat, dass er oder sie mit Mut etwas Neues einfach angefangen hat, was auf dem Herzen lag. Und damit bin ich bei der Preisträgerin des heutigen Abends, bei Mari Qureshi. Sie hat zusammen mit Dennis Whittle, nachdem sie mehrere Jahre, ich glaube 10 Jahre bei der Weltbank gearbeitet hat und diese Projektarbeit kennengelernt hat, sich entschlossen, dieses Portal aufzubauen. Seit 2002 ist es am Start und jetzt brauche ich den Spickzettel, um die Zahlen richtig zu lesen, denn auch das kann man sehen, wie viel Geld wird gerade eingenommen. Gestern Abend, als ich so gegen 23 Uhr reingeschaut habe, war der Stand, dass 311.124 Spender in 7.356 Projekte insgesamt $79.698.257 gespendet haben. Und ich finde, diese Zahlen sprechen für sich. Und deswegen bitte ich Sie, begrüßen Sie mit mir und danken Sie mit mir Mari Qureshi für Global Giving Org. Und dann bitten wir den Minister dazu, um den Preis zu übergeben. Thank you very much. I hope I got it right. Yes, impressive numbers. Absolutely impressive numbers and an impressive development. Da ist die Fotogelegenheit für den Fotografen. Der Preis an Mari Qureshi. Vielen herzlichen Dank an Sie beide. Da haben wir gesehen, wie das bei Ihnen mal anfing und jetzt im digitalen Zeitalter diese Formen annehmen kann. We are quite curious. Wir sind sehr neugierig darauf, what led you from the World Bank to what you're doing now and what can you tell us about your experience about innovation and what it takes to be as successful as you obviously have become. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten dazu, wie wir so erfolgreich werden können. Thank you so much. It's an honor and a privilege to be here. And I would love to tell the story of how we started Global Giving. But let me start briefly with the minister spoke about a new management culture. So I wanted to actually share with you the culture at Global Giving, because we're founded on 4 values. Always open, listen, act, learn, repeat, and committed to wow, and never settle. And these are the core of the Global Giving culture. Always open, because we believe that solutions to problems can come from anywhere, anytime, from anyone. And we want to work against our own tendency to dismiss people who don't fit our expectations. Listen, act, learn, repeat, because we believe that the best way to act is to listen intently to our customers, as Salesforce, of course, does so well, to experiment by taking action, and to learn and modify. We don't believe in elaborate theories of change, and we believe that actions speak louder than words. So we believe that we can learn more from action, and especially from failure, than from anything else. And we're committed to WOW, because we believe that people deserve this from us, particularly people living in poverty from the developing world. Nothing makes me more angry than the attitude that poor people deserve poor service. They deserve to have the highest quality nonprofits and the highest quality social enterprises serving them, as does the donor
who gives $10 on our site. They deserve the highest service from us. Never settle, because we know that we can always do better. And even when we master one game, the game changes. So we're never at the top of our game. And these are what have helped us to work as effectively as we have with the limited resources we've had, especially at the beginning. And some of you entrepreneurs in the room might appreciate that my co-founder and I took no salary for 2 years. There were long, dark, you know, moments when we were like, can we really make payroll? Do we really have to shut this down? And, you know, and we didn't even have an exit, an IPO to look forward to. So, because, you know, economic development, especially in the developing world, is a complex task with lots of contingencies and variables. And it's just not amenable to complex planning processes that can be mapped out in project software. Every community has slightly different needs and slightly different solutions that are required. And someone we have worked with in a company called Cognitive Edge describes it this way. There are simple systems, there are complicated systems, there are chaotic systems, and there are complex systems. Sometimes development can be chaotic. So if you think about Haiti right after the disaster, it's chaos. Most of the time, it's complex. So think of Japan right after the earthquake 2 years ago. It's a very organized country, as you can appreciate, and very prepared. But even in Japan, right after the earthquake, with all the roads broken down and the railways not working, telecommunications being broken down, they said, okay, well, we'll send the army in, the self-defense forces. Well, once they thought it through, they realized if they send in the self-defense forces, there's not enough fuel and not enough food in those areas. The army would start eating all the food that was left for the survivors. So what we ended up doing at Global Giving was supporting the local organizations that were already there. And we conveyed approximately $10 million of support from over 65,000 donors from 111 different countries to support disaster relief in Japan. And I feel very proud of how we were able to navigate this disaster, and we did it simply by relying on the values that I just described. And I want to take you back, not just 10 years, but 30 years ago. I was a teenager. I was actually living in Germany. And I was on a field trip to Berlin. At the time, of course, this was East and West Berlin. And I remember standing on those viewing stands, if those of you recall, there were viewing stands on the western side that you could look over the wall with. And a bunch of high school students, you know, up there on the viewing stands, making a lot of noise, joking around, but we could see directly into East Berlin, people going about their business. And the amazing thing about it is nobody turned around to look at this bunch of high schoolers on the other side of the wall. And I looked at this and I thought, I have to understand this. I don't get it, but this is powerful, this is different, and I have to understand. So I went to college, I learned Russian, and I became what was known then as a Sovietologist. And you know, I just needed to understand how that system worked. So it's been a very long road to here in Hanover, from Tokyo to Milan to Berlin to Moscow via the World Bank, as people mentioned. I don't know how many of you are familiar with Russian humor, but I was a country officer for the World Bank when I showed up in Moscow one day. And I went to the Ministry of Economy. And they turned around and said, oh, you're from Mirplan. Now, in Russian, the word Mir is for world. Plan is, as you might imagine, planning. And you may have been familiar with a Soviet planning agency called Gosplan. So they looked at us and said, oh, you're just a world planning agency. And so, you know, I feel very proud of sort of having gone entirely against that planning grain of that sense of top-down development where experts tell the communities, oh, this is what you should do. This is what you need.
It doesn't matter if you want something else. We're telling you, and we know better, and we have the money to enforce this. And, you know, $79 million, it sounds great, but the last loan I worked on in Russia was $1.2 billion. So I still have a long way to go. But I believe that we are on the cusp of a very different way of solving problems. Scale in the 21st century doesn't mean that I need to build up an organization of 10,000 people, which is what the World Bank is. I believe that work in the 21st century will be carried out by networks of independent organizations and individuals that can work together as needed. And for this, I want to share with you one last story of how the Obama administration won the elections in 2012. It was so unexpected that the big donors in the Republican Party had chartered jets to fly into Logan Airport to celebrate with Mitt Romney. And when they turned around and they turned on the news and they discovered that Obama had won 332 electoral votes out of 508 possible votes, they were just horrified. They were like, how could this have happened? And they did this. The Democratic Party managed to do this because they brought together organizations from trade unions to interest groups, and they let them continue to operate in their separate ways. But behind them was a unified database. They had finally, for the first time, a unified voter database. So the unions could work on their voters, the interest groups, the women's interest groups could work on their. And even an individual that had 20 minutes of free time could log on, get four names of people to call, and they were most likely people they knew. And they had a message specific to those four people. And 20 minutes, you could be on your cell phone in the airport calling these people to get out to the vote. And that was how they pulled off 332 electoral votes. That model, where you can get an individual who only has 20 minutes to contribute to lead to a massive electoral win, I think that shows the way to the future. We will work in a very different way. We will no longer need to be a vertically or horizontally integrated company to accomplish great things. Small individuals, small companies, small organization, if we believe in the same things, if we believe in the same cause, if we believe in the same values, I think there are increasingly new ways of banding together and working together as needed. So I think this is a really exciting time to be here. And you know, this is what gets me up in the morning every day. The thought that we are on the cusp of figuring out how to solve massive problems in this very new way. So thank you so much for this award. It's very, it's just amazing to be recognized for what we do. Thank you. Mari Qureshi, thank you very much indeed.